Ich bin Edwin Keiner, seit 2014 Professor an der Universität Bozen hier, Fakultät für Bildungswissenschaften. Ich habe vor 4, 5 Jahren angeboten, den großen Kongress der European Educational Research Association hierher nach Bozen zu holen. Also Inklusion und Exklusion ist ein großes Thema, das gegenwärtig ganz Europa bewegt. Es geht nicht nur um Grenzen, um Ausschluss und Einschluss, um Flüchtlinge und Einheimische, um Heimat und draußen und drinnen, sondern es geht auch darum, dass man, sagen wir mal analytisch, das Verhältnis von wir gehören zusammen und wir grenzen uns ab oder wir haben Differenzen, wie man das begreifen kann, wie man das eine und das andere als einen Zusammenhang denken kann und es für Forschung fruchtbar machen kann. Es geht nicht um das Positive, das Inklusion bedeutet, sondern es geht um den Zusammenhang, den analytischen Zusammenhang zwischen diesen beiden kontrastierenden Begriffen. Und darüber reden wir eine ganze Woche lang, nicht nur über das, sondern auch die einzelnen Netzwerke haben ihre eigenen Themen. Dieses Mal treffen wir uns in Bozen. Die letzten Jahre haben wir uns getroffen in Kopenhagen, in Porto, in Budapest, in Dublin und vielen anderen großen Hauptstädten des europäischen Raumes. Und das finde ich schon signifikant, dass wir dieses Mal in Italien Bozen als einen Ort wählen konnten, der an der Schnittstelle sozusagen des europäischen Raums als eine Euregio sich selbst darstellt und auch so sich platziert.